herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Ein PTR-Patch ist online und zwar sehen wir hier schon, es gibt keine Defense-Kategorie mehr, es gibt nur noch DPS und das Symmetra-Rework ist der wahre Feind des Menschen da, glaube ich. Chaos. Man hat jetzt Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Was? Ah, man muss jetzt F drücken, um sich zu teleportieren. Man hat also einen Teleport jetzt? Okay. Damage macht sie. Sie schießt. Sie stickt nicht mehr. Oh, sie braucht Aim. Ihr war ohnehin kein gutes. Wie weit geht das? Schicksal bestimmt. Sie braucht Aim. Es geht nicht so weit. Wie gut ist das denn? Okay. Mit kurzer Reichweite und steigender Intensität. Schaden gegen Barrieren verbraucht keine. Ah, nice. Sie ist gut gegen Barrieren. Kugel ist da geblieben. Ich schaffe zwei Teleporter, die miteinander verbunden sind. Sie hat immer ein Tele. Ich habe den Pfad. Sie wird so Meta. Wait. Ah, der ist aber nur ganz, ganz kurz da. Okay. Teleporter online. Ah, okay. Man kann sich auch nur kurze Reichweiten damit teleportieren. Okay. 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 Die Kugel. Oh, die ist viel schneller. Boah. Digga. Alles läuft. Okay, aber. Cool. Cool, cool, cool. Die Tür. Ah, lol, die Tür, man kann ja auch schießen jetzt. Ja, wie cool sind die Türme denn jetzt bitte? Warte mal. Okay, und wir haben die Ult. Was macht die Ult genau? Projiziert eine riesige Energiebarriere. Erlebt die wahre Realität. Kann man aber durchlaufen. Okay. Alter! Das ist der Rework. Ich werde jetzt nicht in eine normale Runde gehen damit, weil das jetzt unmöglich sein wird. Es ist zwar gerade mitten in der Nacht, aber hier einfach mal ein kleines Video zu dem Symmetra Rework. Okay, auf Gegner geht das natürlich nicht. Was passiert, wenn ich den in den Himmel schieße? Lol. Da gehen die einfach kaputt, oder was? Deine Wahrnehmung ist deine Schwäche. Man kann aber nur noch drei, oder was? Moment. Gehen nur drei. Eins. Doppelkill. Das ist schon übel. Erlebt die wahre Realität. Das ist schon mega. Und wenn du dann, deinen Freunden helfen willst, in die Barriere zu kommen, hier, komm rein. Ich habe den Pfad geöffnet. Kann sich aber auch so oft telefonieren. Teleportieren, wie die in den Sekunden geht, ne? Ja, cool. So, warte. Ne, es gehen nur noch drei. Drei Turrets. Und der Teleporter. Okay. Ich weiß nicht, ob immer das Gleiche. Es wirkt ziemlich stark, man muss es erstmal sehen, wenn es raus ist. Also, das ist schon übel. Das ist schon mega. Und, Reichweite steigt aber nicht damit, ne? Doppelkill. Nee. Nein, 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 nein. Okay, cool. Erlebt die wahre Realität. So, ihr könnt schießen, aber ihr schießt ja nicht, das ist das Problem. Die Barriere ist nicht zerstörbar, oder was? Ich kann. Ah, doch! 5000 HP, sehe ich gerade. Okay. Ja, der stirbt jetzt immer. Okay, das ist das Symmetra Rework. Finde ich bisher ganz cool. Ich finde vor allem das hier geil. Der hat nicht mehr diesen Sticky Laser. Finde ich sehr gut, das war echt zu stark. Die Leute mussten um einen herumhüpfen, den Cursor gut auf den Gegner halten und ja. Je länger man das ja gemacht hat um die Gegner herum und so, und wenn man mittendrin stand, konnte man die Gegner ja wegschmelzen. Das war sehr gut, dass sie das geändert haben. Der Teleporter ist irgendwie nice. Teleporter online.
Das wird unsere Effizienz steigern. Damit wird man sich wieder auf irgendwelche Maps buggen können. Mit jedem Charakter. Wird auf jeden Fall nice. Der hat einen ziemlich schnellen Cooldown. Also, selbst wenn der Teleporter weg ist, hast du ja in 5 Sekunden einen neuen. Wisst ihr? Das ist schon übel. Also, innerhalb von 5 Sekunden hat sie einen Teleporter jetzt. Teleporter online. Ich habe nee, 10. 12. Okay, 12 Sekunden. Auf jeden Fall war es die Metroid noch nie so weit oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video von Overwatch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.